Wir haben den ersten Hit 2024. Das Spiel geht im Moment komplett durch die Decke. Ich spreche von Palworld. Und kleiner Gruß an meine Zuschauerin Alice an der Stelle, die mir das Spiel empfohlen hat, auch unter anderem. Und ich werde mir das jetzt mal angucken. Ist noch Early Access, also nicht verwundert sein. Weltname. Die Martin spielt Inseln. Ich bin so kreativ. Meine Herren. Aber wir spielen da mal rein. Mehr Spieler, erstmal aus. Schwierigkeitsgrad, normal. Ja. Wir beginnen. Hier können wir unseren Charakter beginnen. Okay. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Für zukünftige Updates ist das geplant. Ja, wie gesagt, das ist Early Access. Wir gucken da mal rein. Also, es gibt verschiedene Voreinstellungen, die wir wählen können. Und dann kann man das noch ein bisschen modifizieren. Der guckt ja böse. Tja. Das Spiel ist ziemlich bunt. Wir nehmen mal die blauen Haare hier. Was kann man denn so einstellen? Körpertypen. Okay, männlich und weiblich jeweils. Verschiedene Hautfarben. Torsogröße. Okay. Kann ich das jetzt 50, der normale Wert? What the fuck? What? Was ist denn hier los? So. Oh, scheiße. Ich habe mir letztens ja in 7 Days to Die auch so einen ganz kaputten Charakter gebaut. Lassen wir das mal auf kurz auf 50. Wir schauen uns aber mal an. Beingröße. Ja, never skip leg day. Okay. Okay, da gehen wir auch mal zurück auf 50%. Das Gesicht. Wir haben verschiedene Gesichtstypen. Falls die Augen noch nicht groß genug sind. Der kommt da ein bisschen böse. So ein bisschen normalere Gesichtsproportionen gefallen mir dann doch besser da. Okay, dann verschiedene Augen, die wir hier haben. Mhm. Augenfarbe können wir noch auswählen, dass die entweder zu den voreingestellten, kann ich das abbrechen. Nein, jetzt habe ich das umgestellt und komme nicht mehr zurück. Außer ich nehme die Vorauswahl nochmal. Ich weiß gar nicht, wie oft man seine Figur so von vorne sieht. Nehmen wir mal graue Haare, nicht die gleiche Farbe. Augenbrauenfarbe. So, null. Auch wir haben uns auch nicht die Augenbrauen gefärbt. Oder wir sagen, die Augenbrauen haben die gleichen, wir haben die Grundfarbe Türkis oder was auch immer das ist. Haare, verschiedene Frisuren. Ja, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, ein bisschen eine wildere Frisur. Ein bisschen ausgefallener. So. Das sieht aus wie so ein, aus wie so eine Fee immer. Das sieht dann aus wie so ein Blüten. Wie so ein Blütenblatt auf dem Kopf. Weiß nicht, sieht man die Figur meistens von hinten? Das sollten wir mal. Wir belassen es da mal bei Stimme. Was Mittleres, dass sie nicht ganz so quiekig klingt, aber auch nicht so eine tiefe Stimme hat. Und damit können wir es erstmal starten. Ja. So, wenn wir das Spiel ein bisschen angucken, vielleicht auch ein bisschen. Okay, quiekige Stimmen. Es wirkt sehr Pokémon inspiriert, wird auch öfter so genannt. Pokémon mit Waffen, habe ich gehört. Mal schauen. Man kann das im Moment auf Steam spielen, im Game Pass ist es auch mit drin. Es hat leicht unterschiedliche Versionen, die updaten gerade ziemlich viel. So groß die Unterschiede noch nicht, sind ein paar Kleinigkeiten, manchmal wie lange das Crafting dauert oder was man da genau macht. Aber im Prinzip funktioniert das erstmal alles. So, Tutorial. Sammle herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Öffne mit das Menü und schau dir im Tab Optionen den Survival Guide an. Ich spiele gerade mal mit Gamepad erstmal.
Third Person gefällt mir eigentlich ganz gut so. Öffne mit. Da steht immer öffne mit, aber nicht mit was. Vielleicht wird mir das gleich noch erklärt. Okay. Ich kann erst mal ein bisschen hier rumlaufen. Unten links New bauen. Ist das mein. Okay, mit dem Digi-Kreuz kann ich das hier aufrufen. Dass es da vielleicht gleich noch ein paar Informationen gibt. Also, ja, die Spieler sind im Moment relativ begeistert zum Start. Wahnsinnig viele Spieler auf Steam. Schon jetzt, direkt am ersten Tag, sag ich, wie die maximalen Spieler von Valheim überholt. Dafür hat das mehrere Wochen gebraucht damals. Über eine 500.000 gerade. Man kann frei wählen und zwischen der Maus und der Tastatur und dem Gamepad hin und her wechseln. Wenn ich mit Gamepad spiele, passt er dann die Steuerung an und auch die Tooltips, aber dann steht zum Beispiel nicht, wie ich da hinkomme. Sobald ich die Maus bewege, Escape-Optionsmenü, vielleicht mal Start. Da sieht man alles Mögliche. Da Optionen. Schau dir in Optionen Survival Guide an. Da haben wir den Survival Guide. Stopp. Wenn ich daran vorbeikomme. Drei Leute haben wir schon in unserem Paldex. Survival Guide. Steuerungsmethoden, Tastatur. Das ist bis jetzt mal recht eingängig. Und da kann ich mal angucken. Linker Stick. Waffen wechseln, bla bla bla. Steuerungsmethoden, Tastatur. Manche Sachen sind anscheinend noch gar nicht da belegt. Spielziel. Besiege die Bosse der Türme jeder Region und werde der allerstärkste Pal-Trainer. Also die Inspiration ist schon sehr offensichtlich. Man sieht aber auch gleich die Waffen. Zum Beispiel von unserem Kollegen hier. So. Sammle herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume. Holz, da haben wir es doch schon. So hüpfig. So sammle ich was ein. Noch mehr. Da sitzt schon jemand. Wir haben 4 Holz. Schnell Reise freischalten. Haben wir einen Technologiepunkt erhalten. So, öffne das Baumenü. Mit der linken, mit Select, kommen wir hier auf die Map. So, das Baumenü. Das Baumenü hatte ich doch eben hier schon, als ich, genau, das Digi-Kreuz nach oben gedrückt habe. Eine primitive Werkbank. Mehr können wir im Moment noch nicht bauen. Dann bauen wir eine primitive Werkbank. Und wo bauen wir die hin? So ein bisschen an die Felsen hier. Okay, nicht hüpfen. Bauen. So, nähere dich dem Bauplatz für primitive Werkbank und beginne mit dem Bau. Erstmal, wir nehmen kurz den Stein mit. Level up, weil wir Steine aufgesammelt haben. Was wollen wir gar nicht machen? Gedrückt halten, bauen, gedrückt halten, stornieren. Ist wahrscheinlich das. Ja, okay, wenn ich B gedrückt halte, aber wir wollen. Bauen, nicht abbrechen. In der neuen Version ist das Crafting wohl ein bisschen schneller geworden. Also wir ändern gerade eine Menge. Oh mein Gott, das geht schon. Das haben wir jetzt geschafft. So. So, öffne im Menü den Technologiebildschirm und schalte PAL-Sphäre frei. Wir sind jetzt ja aufgelevelt gerade. Hier sehen wir, was wir im Inventar haben. Wichtige Objekte haben wir gerade noch nicht. So, Team haben wir auch nicht. Technologie. Da, PAL-Box, PAL-Sphäre. Das ist unser Technologiebaum. Man sieht schon ein bisschen, was danach kommt. Brauchen wir uns jetzt noch nicht zu viel damit beschäftigen. Die Sachen sind wahrscheinlich alle freigeschaltet, wenn die so einen blauen Hintergrund haben. Und hier müssen wir einen Punkt ausgeben, einen Technologiepunkt. Wir haben einen Technologiepunkt und sollen die PAL-Sphäre freischalten. Ein Hilfsmittel, mit dem sich PALs fangen lassen, ist Massenware. Okay. DE-Text. Ja, der gute DE-Text. Das ist schon noch sehr Early Access. Haben wir freigeschaltet. Stelle PAL-Sphäre her. Können hier ein Rezept wählen. Ja, wir brauchen Palladium, Holz und Stein. Mehrere Sachen auch. Baseballschläger, Handfackel, steinerne Spitzhacke, Steinaxt. Das sieht sehr nach dem kompletten Standard für solche Survival-Crafting-Spiele aus. Das heißt, wir können in der Umgebung einfach mal Shit einsammeln. Wir können an einem Baum rumhauen. Die Xbox meldet sich da gerade. Vielen Dank dafür.
Geh mal bitte weg. Oh, das sind noch Perls. Ich versuche erstmal die eine Sache zu machen, die wir da tun sollen. Man kann es auch nicht rein und rauszoomen, ne? Man kann die Kamera benutzen. Ich habe keine Perls-Fan, womit ich fangen kann. Keine Perls im Team. So kann ich aufschalten und so kann ich zuhauen. Sind schon nah rangezoomt. Okay. Man kann auch schön auf einem Baum rumhauen, wie man es kennt. Gibt es schon andere Spiele, die das ist meine Ausdauerleiste da, gibt es schon andere Spiele, die das so verbinden, dass man so Survival Crafting und dann Pokémon praktisch hat? Oder ist das was Neues? Die Idee ist natürlich irgendwie ganz cool und ganz naheliegend. So, wir haben jetzt einigermaßen Steine gesammelt, Holz gesammelt, wir wollen Steine sammeln noch und Palladium. Wo ich keine Ahnung, wo wir Palladium herbekommen. Kann ich Pflanzen einfach kaputt hauen? Kann ich Steine kaputt hauen? Auch nicht. Aber vielleicht von so einer Säule oder von hier so einer Steinmauer. Ich habe ungenutzte Statuspunkte. Wo sehen wir denn unsere aktuellen verfügbaren Statuspunkte? Jedes Mal, wenn ich jetzt hier durchschalte, wird mich das Vieh anmähen. Okay. Statuspunkte. Das Leveln ist schon einfach das, ne? Also mehr sehe ich hier gerade noch nicht. Perlbox. Da können wir die fangen. Ein Lagerfeuer. Gerichte kochen. Holztruhe, Reparaturbank, Holzbauset. Kann ich das jetzt schon freischalten? Mal gucken. Ach, unten sieht man, glaube ich. Ah, unten sehen wir unsere Technologiepunkte. 6. 6 Stück. Können ja alles freischalten, wenn wir wollten. Der DE-Text gefällt mir bis jetzt am besten. Ich will mir mal, wir rennen mal kurz zurück zur Werkbank und bauen uns irgendwie so eine Spitzhacke. Das klingt so, als würde man das für Steine brauchen. Für die Palsphäre und dann müssen wir schauen, wie wir Palladium herbekommen. Wir können auch natürlich gleich mal mit hier dem Kollegen am Feuer reden, der kann uns da vielleicht was sagen. So. Primitive Werkbank, Palladium, Stein. Das andere kann ich jetzt aber auch so bauen, oder? Produktion, primitive Werkbank, Perl. Wie kann ich denn jetzt. Schauen wir nochmal kurz. Wie kann ich denn sowas hier bauen? Holzfällen. Kannst du Stein oder Erz effizient abbauen? Okay. Handfackel. Kleine Perls sollten sich damit umnieten lassen. Warum will ich den umnieten? Ich will ihn auch fangen. Also wir brauchen eine Spitzhacke. Und dafür brauche ich Stein. Also wir müssen jetzt entweder Stein finden. So raus. Da kann ich es nicht raushauen. Glitschen wir auch ein bisschen rein. Mehr Holz. Ich rede mal mit dem Typen. Vielleicht hat er irgendwie voll die tollen Tipps hier. Der Expeditionsüberlebende. Wow, wow, easy. Ich bin nicht von hier, nein. Ich habe das gleich gemerkt. Du riechst nämlich nicht nach Perls. Okay, ist das jetzt positiv oder negativ, dass wir nicht stinken? Wenn du Däumchen drehst, bleibst du hier nicht lang am Leben. Hier, schenke ich dir. Mach dir mit einer Waffe oder so. Hast du mir ein Geschenk? 10 Holz? Schenk mir doch noch mehr. Du weißt nicht mal, wie man eine Waffe baut? Unglaublich, wo kommst du denn her? Zuerst baust du dir eine primitive Werkbank. Damit machst du dir eine Steinaxt und eine steinerne Spitzhacke und besorgst dir Holz und Steine. Sollte eigentlich absolute Survival Basics sein. Aus Holz und Stein baust du dir einen Bogen und schon bist du gegen wilde Perls gewappnet. Also, hau rein! Dann noch irgendwelche Tipps? Bist immer noch da. Lunger nicht hier rum, bau dir lieber ein eigenes Lager. Oder habe ich vielleicht dein Interesse geweckt? Oh Gott. Ja, schnell weg. Nicht, dass der noch denkt, ich will was von dem. So, aber an der Werkbank, wenn ich das richtig gesehen habe, keine Gegenstände in der Wertische. Reparaturset. Kann ich noch andere Sachen hier machen? Was passiert, wenn ich Y drücke? Nix. Ah, das ist eine Rolle. So, dafür fehlt uns immer noch Stein. Dann holen wir uns jetzt mal Stein, einfach rumliegende Steine, und dann können wir versuchen, mal effektiv woanders Steine abzubauen. Vielleicht lag da oben gleich noch was. So ein Startgebiet sozusagen. Hier vielleicht? Eine Steine? Da liegt auch ganz viel Zeug rum. Sammel auf! Und links sieht man auch noch ein paar andere Sachen. Wann taucht es auf, was da unten links steht?
ich hüpfe. 500 von 500 Lebenspunkte, das darunter scheint Hunger zu sein. Das andere, keine Ahnung, so eine Art Energiemeter und dann die Tageszeit vielleicht. Wow, die sieht ja voll niedlich aus. Da soll ich einen Bogen, sind die gefährlich? Ich will die fangen. Mir hat gleich einen Bogen empfohlen, dass ich mich wehren kann gegen die Perls. Der sieht ja voll niedlich aus, der macht auch so lustige Geräusche. Gibt's Fall Damage? Probier's mal nicht aus am Anfang. Da ist noch so ein komischer anderer Perl und ein Hühnchenperl und ein Fuchs, Katzenperl. Pell, Pell. Aber nirgendwo Steine. Ich mach jetzt schon alles falsch, da liegt ein Stein. Oder? Wenn das kein Stein ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Sehr gut. Da liegt noch ein Stein, oder? Ist der zu groß? Der ist zu groß. Fuck. Oh, das ist Palladium. Den Ast nehmen wir auch mit. Palladium. Dafür brauche ich eine Spitzhacke garantiert. Ja, natürlich. Das heißt, wir brauchen erstmal, und das noch irgendwas anderes, keine Ahnung, Kupfer. Au, kann man auch haben. Au, ist auch nicht gut für die. Kommt da irgendwann mal irgendwas raus? That's what she said. Da, das ist doch ein Stein zum Mitnehmen, bitte. Nein, sei auch nicht. Ohne Spitzhacke komme ich hier, glaube ich, nicht weit. So, in der Produktion, da sieht man nur, was man direkt bauen kann. Ich habe jetzt keinen Zugriff auf das, da hinten ist ein Stein, auf das, was ich in der Werkbank bauen kann. Da ist ein Pflanzen-Pokémon, wollte ich gerade sagen. Das ist kein Pokémon, bin ich gleich verklagt, wenn ich das falsch sage. Das ist auch noch ein sammelbarer Stein da, oder? Ja, 4, wir brauchen 5. Und was ist da denn? Ist Wasser gefährlich? Ich versuche da mal rüber zu springen. Geschafft. Du hast Notizen eines schiffbrüchigen Tag 2 aufgesammelt. Ah! Okay, das war nicht so gefährlich. Keine Lava. Goldmünze, Brot, Stahlschlüssel. Brot könnte wichtig werden. Wir haben ja anscheinend Hunger. Die Sprunganimation sieht auch noch sehr Early Access aus. Alles sehr Early Access. Mal gucken. Ich habe so ein zwiespältiges Verhältnis zu Survival-Spielen, weil es so viel Schrott in dem Genre gibt. Aber es gibt auch mal wieder so viele coole Überraschungen und Games, die mir echt Spaß machen. Bin mal gespannt, wo sich Palworld da einreihen wird. Palladium-Bruchstück, das macht es natürlich einfacher. Rote Beeren, danke. Ich halte mich ein bisschen noch von den Perls da fern. Da ist noch ein Stein. So, und ich glaube, 5 Steine sollte ich mindestens für die Spitzhacke mitbringen. Das Terrorschaf. Geh weg! Die ganze Terrorschaf. Terrorgruppe. Schnell weg. Nein, nein, nein. Der denkt auch so, hä? What? What the fuck? Gerade richtig gesehen, das Fragezeichen. What the fuck? So. Wir bauen uns eine Steine Spitze. Wir haben ja überausgerüstet. Okay. Gedrückt halten. So funktioniert das. So, wir haben eine Spitzhacke. Ja. Und das haben wir genommen. So, wir könnten uns noch einen Baseballschläger. Er hat von einem Bogen gesprochen, den haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Eine Axt zum Holzfällen ist auch gut. Die bauen wir uns ebenfalls. Können wir hoffentlich alles mit ins Inventar nehmen und gleichzeitig tragen. Oh, das haben wir auf dem Rücken. Also das sieht dann eher aus, als hätten wir nicht so ein unbegrenztes Inventar. Können wir bestimmt nicht 7 Millionen Sachen mitschleppen. Also, wir haben eine Spitzhacke, wir haben eine Steinaxt. Handfackel, theoretisch für den Nahkampf, aber auch vielleicht für Höhlen. Ein Baseballschläger ist für den Kampf gegen Perls nicht die zuverlässigste Wahl, aber ist mehr, als wir aktuell haben. Von daher, her mit dem Baseballschläger. Letztens noch einmal einer meiner Lieblingsfilme, Falling Down, gesehen und da kann man mit dem Baseballschläger auch viel anfangen. Und dann noch eine Handfackel. Dann haben wir einfach alles mal gebaut, was wir hier machen können.
dann sind wir perfekt ausgerüstet für alles, was uns entgegenkommt. Dann müssen wir die Palsphäre herstellen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall dieses Palladium. Wow, und Level 3. So, dafür brauchen wir auf jeden Fall Palladium. Und noch mehr Stein, aber wir haben das jetzt ja alles. So, wie wechsle ich denn mit dem Digi-Kreuz zwischen verschiedenen Waffen? Nein. Da reinklicken. Emotes. Emotes wollte ich nicht. Das sind die Palsphären. Wie swap ich denn schnell meine Ausrüstung? Ich habe im Moment, finde ich, keinen Button, um schnell die Y, vielleicht AY. So, die Spitzhacke für Steine. Kann ich das jetzt hier aus beliebigen... Okay, das zählt nicht. Kann ich das aus einer Mauer rausbrechen? Auch nicht, das ist nur Deko. Dann sind das so größere Sachen. So, die Axt ist für Holz. Baseballschläger ist für Perls, für Freunde. Fackel ist für Licht. So, wir brauchen Iridium. Wie komme ich eigentlich auf Iridium gerade? Palladium und Steine. Da liegt noch ein Stein erstmal so rum. Ah, guck, das wird gleich so weiß umrandet. Die Schadenszahlen sagen mir jetzt immer nichts. Und vorhin haben wir mit der Hand irgendwie 50 gemacht. Und da ist auch noch Palladium mit drin. Deswegen ist 50 schon deutlich mehr. Warten, die nächste Dings möchte ich mir noch mitnehmen. Man muss warten, bis die Energie wieder voll aufgeladen ist. Man kann nicht früher wieder anfangen. Erz. Okay, man bekommt Erz, Palladium daraus. So. Erz haben wir auch schon diesen großen Klumpen gesehen. Da sind jetzt noch mehrere. Wie weit muss man in der Nähe sein? Okay, man sieht so relativ nah, damit das so weiß markiert wird. Ich möchte aber unten zu den großen Palladiumklumpen und zu dem Erzklumpen. Erz haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Vorsichtig hier runter, ohne uns die Beine zu brechen. Es gibt sicherlich Fall Damage, aber das scheint immer noch okay zu sein, die Höhe, aus der wir hier runter springen. Wir sind übrigens auch Level 3. Vielleicht gucken wir ganz kurz da mal rein. So, was könnten wir jetzt freischalten? Mieses Bett? Warum heißt das auch gleich mieses Bett? Das ist ein bisschen gemein. Fasern haben wir vorhin aus dem Baum bekommen. Daraus können wir uns einen Bogen bauen. Pfeil. Ein Perlstrohbett, damit die auch was zum Schlafen haben. Reparaturset und Stoff. Wir haben 11 Technologiepunkte. Und man kriegt auch echt schnell Punkte hier am Anfang. So. Muss ich die Palladium-Bruchstücke irgendwie selber zusammensetzen? Oder fügen die sich automatisch dann zu einem Palladium zusammen? Können wir mal ins Inventar schauen. Bruchstück. Kann zur Herstellung verwendet werden, ja. Aber. Ich brauchte doch nicht Bruchstücke, sondern ich brauchte. Oh, die halten eine Weile. Die Beeren. Okay, das ist ja witzig. Das Brot hält ein bisschen länger. Dann essen wir mal ein paar Beeren. Vielseitige Zutat, roh als auch verarbeitet, schmeckt. Essen. Abwerfen, entsorgen, nein. Gedrückt halten, geht nicht. Stopp, das wollte ich nicht. Oh, es wird schon dunkel. Ich glaube nicht, dass das Spiel so gefährlich ist. Zuletzt, wie gesagt, Seven Days to Die gespielt. Da war es nicht so gut, wenn es dunkel wurde. Kann ich vielleicht... Nee, das ist aus dem Menü rausgehen. So, ich muss jetzt irgendwas machen können. Damit kann ich das hier auf mich draufpacken. Auf Körper. Nein. Werte erhöhen. Wie zur Hölle esse ich was? Steht das vielleicht hier in unserem Survival Guide, dass wir... Das Schaf macht mich fertig. Man muss ja... Sowas wie Essen ist jetzt ja nicht so schlecht. Ne? Das als Survival finde ich, das wird oft unterschätzt. Ich finde, Essen ist eine hohe Survival-Fähigkeit. Vielleicht die wichtigste, neben Trinken. Das heißt, ich sehe mich auch ein bisschen so als Survival-Experte. Weil ich kann essen. Und ich kann trinken. Steht hier überhaupt nicht drin. Tod, ja. Wenn du stirbst, ja. Es geht jetzt darum, nicht zu sterben, idealerweise. Das wird, das kann ich garantieren.
Das wird nie alt. Ich hoffe, das patchen sie nie raus, dass ich einfach durch das Menü gehe und jedes Mal bitte genau das Schaf höre. So. Waffen ducken. Sind vielleicht hier, wenn ich auf die Tastatur mal kurz wechsle, Essen? Nee. Womit fange ich am besten an? Wie wäre es mit Essen? Erhöhe die Stufe. Kümmere dich rechtzeitig um Lagerfeuer oder Fackeln. Oh, voller Gefahren. Vielleicht wird es ja doch gefährlich. Erhöhen deiner Werte. Übers Essen steht ja einfach überhaupt nichts. Geistige Gesundheit. Ja, die sinkt jetzt bei mir schon, weil ich nicht rausfinde, wie man isst. Die Nacht. Oh. Oh, es wird dunkel. Die Temperatur sinkt. Nachtaktive. Okay. Oh Gott. Okay, wir müssen schon mal zurück. Und ich sehe jetzt schon nichts mehr. Es ist dunkel. Bei mir scheint auch gerade so ein bisschen die Sonne. Heute ist schönes Wetter. Die Sonne so rein. Scheiße. Ich muss, glaube ich, erstmal, wie sich's für einen richtigen Gamer gehört, die Jalousien runtermachen an diesem schönen Samstag, wo der blaue Himmel. Das sieht voll gut aus. Voll das schöne Winterwetter heute. Könnte ich ja fast. Oh. Stopp. Mir wird schon kalt. Okay, das sind, glaube ich, noch nicht die gefährlichen Pelz. Sieht noch ganz nett aus. Der hat ja schon Lagerfeuer. Oh, wenn ich mich zu ihm ans Lagerfeuer setze, dann denkt er wieder, ich will was von ihm. Männer, ich sag's euch. Kann ich den. Lagerfeuer muss ich erst freischalten, ne? Okay. Dann schalten wir doch mal jetzt ein paar Sachen frei, die wir tatsächlich anscheinend brauchen. Also, wir brauchen Lagerfeuer, ist gut. DE-Text. Der DE-Text gefällt mir auch sehr gut. Mieses Bett. Ja, dann halt mieses Bett. Hilft ja nichts. Oh. Was habe ich da gerade gehört? Ach, ich bin hungrig. Hat mein Magen so laut geknurrt, dass sich da die Schafe erschreckt haben? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist gerade passiert. So, ein Perlstrohbett brauchen wir noch nicht, offensichtlich. Stoff brauchen wir sicherlich später. Müssen wir mal mitnehmen. So. Oh, mein eigenes Lagerfeuer. Und ich bin hungrig. Vielleicht können wir am Lagerfeuer. Vielleicht können wir nur am Lagerfeuer essen oder unsere Beeren rösten. So, wie baue ich das denn jetzt? Primitive Werkbank. Ah, Lagerfeuer. Ja. Wir haben es zum Glück. Lagerfeuer. Nicht zu nah bei dem komischen Typen. Der war auch gleich weird. Das ist auch noch die Sache, was? Er war nicht nur komisch, er war auch weird. Oder so. Tatsache. So, hier ein bisschen am Rand. Ich finde es hier ganz gemütlich. Mach drück mal das Falsche. Wir bauen uns anscheinend das Lagerfeuer aus Metall mit einem Hammer. Fertig, das stimmt. Rezept wählen. So, jetzt können wir die gegrillten Beeren machen, die will ich. Mach jetzt eine gegrillte Beere. Eine Pfanne habe ich zum Glück schon. Ich hätte lieber ganz gern den Hähnchenschenkel, der da drinnen liegt. Mal erhalten. Okay. So, dann kann ich das jetzt irgendwie essen, wenn ich jetzt ins Inventar gehe. Kannst du wieder auswählen. Wir haben vier Stück. Okay, wir müssen jetzt rausfinden, wie das funktioniert. Das kann ja nicht so schwer sein, sagte er. Vorheriger Tab, nächster Tab. Kann ich mich, was nehme ich mit der Maus? Rechte Maustaste. Jetzt kann ich irgendwie Drag and Drop. Accessoires, Nahrung. Nahrungsslot. Rüste Nahrung in diesem Slot aus, die von dir und deinen Pals bei Hunger automatisch gegessen werden, ja. Kleiner Futterbeutel wird benötigt, also dann esse ich automatisch. Ja, okay. Ich kann noch nicht automatisch essen. Sehe ich ein. Hab noch keinen Futterbeutel. Das ist logisch, vielleicht. Aber ich kann doch normal essen. Wem geben? Der mir selber. Ich habe Rechtsklick gerade mal gemacht. Schau mal, ich gehe mal raus. Ich will Rechtsklick. Also auf die rohen Beeren geht benutzen. Auf die anderen nicht. Wir haben auch schon sechs von den Beeren. Lass mal ganz kurz gucken. Ich will noch mal erhalten. Gegrillte Beeren. Produktion beginnen. Kann ich jetzt nicht noch mehrere gleich auswählen? Arbeitsmenge. Sechs maximal. Geht es auch nicht deutlich langsamer als das andere. Von daher lohnt es sich gleich mal so eine Batch abzuarbeiten. Her mit den gegrillten Beeren.
Okay. Wir steigen noch im Level auf. Ach so, er arbeitet das dann ab. Okay, das dauert ja wirklich lange. Aber wie gesagt, ich habe schon gehört, mit dem nächsten Patch-Update wird das schneller. Vielleicht gucken wir da mal. Okay. Wir verlieren natürlich auch die Bären. Die Bären, ehrlich gesagt, waren jetzt auch nicht so krass fies eine gute Ressource, dass ich mir darum Sorgen machen muss, wenn die jetzt verfallen. Witzigerweise resettet er das dann für die irgendwie. So, wir haben das. Hier oben ist irgendwas mit benutzen. Irgendwie, guck mal, wenn ich hier drauf gehe, rechte Maustaste benutzen. Mal gucken, was geht. Das muss doch irgendwie auch mit dem Gamepad gehen, so ganz kurz. Probieren alle Tasten aus. Rechter Stick reindrücken. Rechter Stick reindrücken ist irgendwas ganz anderes. Okay, wir gehen nochmal dahin. Linker Stick reindrücken. Nein. Nach oben, Digipad. Nach rechts, links natürlich nicht. Rechter Trigger, linker Trigger. Die Shoulder-Tasten machen das. X ist aber nur, dass ich das hier irgendwo hin tue im Inventar. Ups, gar nicht. Ah, X, stopp, raus. Nein, nein. Bin ich jetzt gerade durch Lagerfeuer gerollt? Ja, kann ich jetzt aufhören zu brennen? Das ist doch nicht gesund. Kann ich mich nicht auf den Boden löschen? Ich brenne. Hallo? Okay. Den falschen Hotkey drücken. Das ist nicht gut. Ah, das ist ein Arschloch. Das sehe ich jetzt schon. Hallo, ich bin am Lagerfeuer. Fuck off. Ich hab Hunger. Ich esse dich gleich. Geh weg jetzt. Geh weg. Der geht nicht weg. Ich brauche nicht die Hilfe von diesem Arschloch-Typen. Auf gar keinen Fall. Ich habe einen Baseballschläger, Brudi. Vielleicht ist er ihn doch nicht. Er hat irgendwie so ein rotes Icon vor dem Namen, aber er macht gerade mal nichts. Okay, so, okay. So, wir finden immer noch raus, wie ich vielleicht Y. Ja, mit Y. So, auf mich selber benutzen. Ah, ich habe zweimal jetzt mein Brot gegessen. So. Alles aufgegessen? Perfekt. Gegrillte Beere. Player 403. Mit der nächsten Version kann man auch seinen Namen ändern. Ich lerne jetzt erstmal kennen. Vielleicht wechsle ich auch noch sonst mal die Plattform oder so. Man kann dann da hinspielen, das ist ja alles easy. Zum Kennenlernen passt das erstmal alles. Passiert das eigentlich von alleine? Ah, guck mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt die Bären alleine auch macht. Ich kann das beschleunigen, wenn ich da praktisch gedrückt halte. Kann ich dann jetzt... Ja, ich habe die gegrillten Bären genommen. Ich habe die da hingetan und die werden einfach vor sich hingegrillt. Ist ja ein Ding. Und ich kann halt noch ein bisschen Gas geben und dann geht's schneller. Ah, ist ja cool. So, wir haben gegrillte... Schau mal, was haben wir denn jetzt? Gegrillte Beeren. Wir haben Beerensamen. Aber die brauche ich jetzt ja nicht. Und geht's ja ganz gut, hungermäßig. Da haben wir auch übrigens geheilt. Ein leckeres Baguette lässt uns auch die Brandwunden vergessen. Wir haben eine Goldmünze, für die wir wohl brauchen. Und es wird schon wieder hell. Und die Nacht gut überstanden. Und das sieht auch ein bisschen gefährlich aus. So, hier kann ich schon schauen. Okay. Man dreht sich immer sofort, auch wenn ich in die Richtung gucke. Man haut immer in die Richtung, in der das Fadenkreuz gerade zeigt. Auch wenn ich eigentlich in die Richtung laufe. Early Access. Hukrates ist doch so ein typischer Nachtperl. Ich muss mir mal die Terminologie des Spiels aneignen. Bei Nachtperl, der da läuft. Der müsste jetzt eigentlich tagsüber wieder verschwinden. Das ist nicht seine Zeit hier. Der sitzt auch nur faul am Feuer. So, was wollen wir machen? Perlsphäre. Nutz nicht die Zeit aus, während ich dir den Rücken zudrehe, ja? Ich habe einen Baseballschläger. So. Holz. Okay. Holz, 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 Holz. Wir haben so viel. Wir gehen jetzt mal zu so einem Baum mit. Also wir kamen natürlich hier noch unterwegs. Mit anderen Sachen, aber ich möchte mit der Axt jetzt mal zu einem Baum gehen und gucken, wie schnell das geht. Chickipie. Da kriegt man auch Fasern, die wir unter anderem für den Bogen brauchen. Es ist immer besser, aufzuhören, bevor die Stamina, die Ausdauer ganz aufgebraucht ist, weil man dann bei Bedarf eventuell
wieder früher starten. Wenn ich die Ausdauer ganz aufbrauche, kann ich nicht mit halber Ausdauer nochmal von vorne anfangen. Was ja manchmal vielleicht gewollt sein möchte. Oh, du schleppst zu viel mit dir rum. Jetzt sind wir langsam. Statuspunkte. Ja, wo sind eigentlich Statuspunkte? Das ist ein Technologiepunkt, das verstehe ich. Irgendwas habe ich noch nicht richtig gemacht. Vielleicht hier, oben, da, rechts, Werte erhöhen. Da habe ich noch gar nicht richtig drauf geachtet. So. Wir haben zwei Statuspunkte. Was gibt es denn? Lebenspunkte, Ausdauer, Angriff, Verteidigung, Arbeitstempo, Gewicht. Okay, machen wir einmal Gewicht. Und Arbeitstempo. Das scheint mir auch ganz gut. Müsste ich im echten Leben auch mal ein bisschen leveln, mein Arbeitstempo. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht. Ein bisschen Witz über sich selber. Mein Arbeitstempo ist gar nicht so scheiße. So, hüppidi hüpp. So, Rezept wählen. Ach, guck mal, man braucht Palladium-Bruchstück. Hatte ich vorhin gar nicht richtig aufgepasst. Und auch nur eins. Ja, hier, her mit der Palsphäre. Aber die findet jetzt nicht automatisch statt, oder? Ist ja keine Fabrik. Ist nicht wie mit den Bären, die wir ins Lagerfeuer gelegt haben. Ob die da verbrennen? Fragen über Fragen. So, wir haben eine Palsphäre. Achso, die habe ich noch nicht genommen. Dann zählt das noch nicht erhalten. Greife einen Perl ein, um ihn zu schwächen. Und wirf damit eine Palsphäre, um den Perl zu fangen. Ich gucke gerade, ob meine Bären hier nicht alle kaputt gehen. Kann schon mal hier wieder mitnehmen. Genau, also wir greifen ihn an und werfen damit eine Palsphäre, um ihn zu fangen. Und dann brauchen wir eine flache Stelle, eine Perlbox. Und das umliegende Lagergebiet wird zu deinem Lager. Kann ich eigentlich... Das brennt das langsam nieder. Vom Lagerfall, das würde auch Sinn ergeben. Das ist ja so eine Lebensenergie da. Hier oben haben wir anscheinend so einen Schnellreisepunkt. Ich weiß nicht, ob ich auf diesem Plateau anfangen möchte, mein Lager zu bauen. Oder eher da unten, haben wir ein bisschen mehr Platz. In den Ruinen, das hat schon so ein Kollege. Zwei. Aber es wirkt mir etwas geeigneter als erster Lagerplatz. Unten links an diesem New Baum, bin ich auch nicht ganz sicher. So. Nutzen wir doch diese Ruinen, um uns das hier ein bisschen gemütlich zu machen. Ich baue nämlich schon mal, ich denke nämlich im Voraus, ich bin nämlich extra schlau. Ich baue schon, bevor ich mir so ein Perl fange, eine Perlbox. Was doof ist, schon mal ganz kurz. Da. So. Die setzen wir mal hier schön an den, so überlappt. So viel Platz braucht die. Okay. Kommt hier an die Seite, hier so hin. Pass auf! Okay. Wirkte kurz so ein bisschen aggressiv, fand ich. So. Bauen. Da können wir sie wahrscheinlich dann aus der Sphäre rausholen. Perlbox Management, ne? Das machen wir noch nicht. So. Wir greifen jetzt einen an und dann mit einer Palsphäre werfen. Wie werfe ich mit einer Palsphäre? Ach, das war doch hier irgendwie. Ja, genau. Ist jetzt, hatte ich nur eine davon? Kann ich wieder aufsammeln? Fuck! Ich wollte nur mal gucken. Kann ich das nicht abbrechen? Okay, ich kann einen Backflip machen. Das ist bestimmt super und alles. Aber jetzt nicht so wichtig. Okay, wir brauchen eine neue Perlbox. Perlbox. Ich muss mich noch entscheiden, ob ich die Pals nenne oder Perls. Natürlich Perl. Kumpel. Warum gibt es eigentlich kein deutsches, keine deutsche Synchronisation komplett? Deutsche. Alles. Kumpelwelt. Kollegen. Brudis. So. Noch eine bauen. Ich mache aber gleich mal mehrere. Ich verkack's wieder. Vier Stück? Ich bin ein bisschen crazy. So, und dann probieren wir das mal. Greife ich mit Pfeil und Bogen an oder mit dem Baseballschläger? Ich glaube, wir probieren es zuerst mal mit dem Baseballschläger. Für die Kleinen sollte das erreichen. So, wir fangen mal mit den Schafen. Das ist ein bisschen gemein, dass man die erst... Da fehlt mir ein bisschen rollenspieltechnisch die Varianz. Warum kann ich denen denn nicht erst gut zureden? Warum muss ich die denn damit schwächen? Okay. Und der guckt auch schon so lieb. Der kommt auch noch, guck mal, was ist denn hier los?
der kommt da an, der Kleine, hat ein Fragezeichen und guckt mich ganz lieb an und kriegt mit dem Baseballschläger eins ins Gesicht. Und wann darf ich ihn dann... Wann ist er genug geschwächt? Okay, jetzt war eben... Greift er mich jetzt an? Kommt der Kollege da? Ah, der hat einen Angriff. Kann ich jetzt schon... Okay, ich hau ihn nochmal. Ist er denn tot oder ist er ein geschwächt? So. Okay, das ging völlig daneben. Habe ich ihn zu viel gehauen? Okay, der will seinen Freund rächen. Ist er Level 3? So, jetzt. Ah, das geht. Okay. Ich darf ihn nicht umhauen. Die andere waren... Ich habe trotzdem Wolle und Fleisch bekommen, obwohl ich ihn gefangen habe. Und das war ein Versehen. Das könnt ihr bezeugen. Ich wusste nicht, wie es geht. Ich muss die Zeugen und die Beweise meiner Untat vernichten. Kann ich ihn anzünden? Verbrennen? Vergraben? Kleine Stücke hacken? Okay. Ja, das ist ein Unfall. Der ist halt hier unglücklich runtergefallen. Das ist nachts passiert, als es so dunkel war, weil die halt auch keine Fackel dabei haben. So, wir gehen mal zurück zum Lager. Ah, Gott. Schon die ersten. So, ein Arm wieder unten links. Greife auf deine Perlbox zu und rufe einen Perl in dein Lager. Öffne mit irgendwas dein Inventar. Ja, das ist auch noch ein bisschen. Die Early Axt hier. So. So, auf die Perlbox. Ist das hier? Ist das mal eine Perlbox? Ich glaube schon. Und rufe einen Perl in dein Lager. Okay, wir rufen den mal hier hin. So. Hi. Ja. Partnerfähigkeit, flauschiger Schild, kann auf Befehl als Schild ausgerüstet werden. Setz das auf eine. Ah, ich bin zu langsam im Lesen. So, unser Lager. 0 von 1 Perl, Betten 0 von 0. Setz ein Perl für Arbeit im Lager ein. Baue Holztruhen. Greif auf deine Perlbox zu. Okay, das machen wir mal. Jetzt bleib hier. Du gehörst jetzt zu mir. Du weißt, was passiert mit. Du hast deinen Kollegen gesehen, wenn du Ärger machst. Ich habe den Baseballschläger noch. Also brav sein. So. Was mit den Leuten ab und zu mal da ein bisschen. So, Perlbox Management. Rufe ein Perl in dein Lager. Ja, Team. Kann ich jetzt irgendwie hier unten ins Lager stecken? Ja, in der Tat. Okay. Der ist jetzt mein Arbeitssklave, weil er genau weiß, dass er sonst den Baseballschläger bekommt. Öffne mit Irr dein Inventar. Ja, mit Irr. Ich öffne mal mit Irr mein Inventar. Die gegrillten Beeren laufen auch bald aus. So, wie ging es jetzt nochmal mit Y? Ja. Wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit dein Inventar, mit irgendwas. Versuche deinen Status zu wissen. Also, das ist schon ein bisschen sehr Early Access. Aber manche Spiele starten im Early Access schon fast wie ein fertiges Game, manche noch sehr früh wie das hier. Aber man sieht, die Faszination ist da. Es macht auf jeden Fall Spaß bisher und die Leute finden es auch ganz geil. Bin mal gespannt, in welchem Tempo sich das entwickeln wird. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen, wie das weitergeht. Und erstmals aus dem Early Access, der frühen Version, mal gucken, was wir da rausholen können. So, wir wollen unseren Status verbessern. Da kann ich jetzt ja nicht mehr. Ich muss erstmal ein Level aufsteigen. Ich kann das Tutorial an der Stelle nicht weitermachen. Fange 5 Lammball. Und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für deinen Perldex. Fange 30 Perls und erhöhe dein Level. Puh, wir haben ja einiges zu tun hier. So, also mit Maus. Ja, das zeigt ja, also die Gamepad-Steuerung zeigt einfach ganz viele Sachen nicht an. V, Missionen. Was haben wir denn hier? Baue Holztruhe. Setze Anzahl von Arbeitsperls im Lager, Anzahl möglicher Lager, Lager verbessern, baue eine Holztruhe, die haben wir, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Schnellreise. Das Lager und das ist der offizielle Wegpunkt gewesen. Wir sehen jetzt hier schon eine Menge andere Sachen von der Map, warum auch immer. Okay. Das war jetzt noch nicht so interessant. So, mit Tab. Das gleiche hier. Ich spiele lieber mit Gamepad, das ist gemütlicher. So. Den Stein nehmen wir mit. Dieser Perl ist gesund und munter. Perls, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Okay, also, wir gehen jetzt mal kurz da hoch. Es wird vielleicht sonst irgendwann auch wieder Nacht. Die Hälfte des Tages ist schon vorbei. Ein Besucher scheint sich im Lager zu nähern. Was? Ist das jetzt andere? So, ich bin ja gar nicht im Multiplayer.
Oh, ich kann an Multiplayer denken. Freund von mir ist gerade in Thailand und kommt bald wieder. Mit einem anderen Freund. Eigentlich, die mögen auch so gern Survival-Spiele. Die können wir mitnehmen. Ich weiß nicht, ob die auf sowas stehen. Sonst probiere ich das auch mal im Multiplayer aus. So, aber das, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es soll darum gehen, dass wir. Okay. Eine Sache muss ich erst hier freischalten. So, was wollen wir denn hier freischalten? So, Holztruhe. Das werden wir alles brauchen hier. Gerade die grundlegenden Sachen. Wir haben auch genug Punkte. Außer das Reparaturset. Das kann ich jetzt noch nicht freischalten. So, muss ich die denn alle hier bauen oder kann ich einfach so bauen? Nee, kann ich auch so bauen. Hier für alter Bogen und Pfeil. Warum baue ich eigentlich einen alten Bogen und keinen neuen Bogen? Fragen über Fragen, ich sag euch. Fragen über Fragen. Brich dir nicht die Beine, Mädchen. Okay. So. Ich möchte jetzt hier eine Holztruhe bauen. Das ist nicht Perl, das ist nicht Produktion, das ist Aufbewahrung. Ah, okay. Wie gibt es denn? Ich stelle mir hier ganz in die Ecke. Du hämmerst hier an die Kamera, Mädchen. Aber es scheint trotzdem zu funktionieren. Fertig! So. Das ist wichtig für unser Lagerlevel. Wir müssen mal aufsteigen, damit wir das Tutorial weitermachen können. Öffnen. Wenn wir mal Sachen reintun. Das ist doch bestimmt, das ist doch sicher, oder? Ich kann doch jetzt hier meine Goldmünzen da reintun, damit ich nicht so schwer schleppe. Und keiner klaut die. Und das Erz, Wolle. Das Fleisch wird schlecht. Ich ans Lagerfeuer. Der macht was? Der arbeitet schon für uns. Guck mal, der hat so ein Hammerzeichen. Ich glaube, der hat da hinten Holz gehackt oder so. Kann ich ihn jetzt dafür streicheln oder hauen? Ich weiß nicht, manche stehen ja auf irgendwelchen Sachen. Guck mal, Transport. Der macht das auch noch. Der macht. Bringt er das dann in die Truhe? Schon voll das Arbeitstier im Lager. Das muss ich mir gleich mal angucken. Man kann die ja zuweisen. Kann man denen auch spezifische Aufgaben geben oder machen die, was die wollen? Fragen über Fragen. So, Rezept wählen. Ich möchte mir Lammball-Kebab. Ja, jetzt verarbeite ich seinen Bruder noch zu Kebab. Kebab ist auch lecker. So, machen wir gleich zwei. Produktion gewinnen. Da passt auch die Animation mit der Pfanne besser. Und das Spiegelei da drin. Da! Oh oh! Ich komme gleich runter. Vielleicht kann ich entweder meinen Kebab verkaufen. Das hält sie jetzt auch länger. Schnell, schnell, schnell. Freund oder Feind? Kann meine Perlbox verbessern. Und ein Bett muss ich auch noch bauen. Für mich und für meinen Kollegen. Hey, hey. Willkommen, schau dich ruhig um. Kaufen, verkaufen, gehen. 500 Gold. Hasenohren, haarreif. Keine starke Medizin. Okay, das kostet alles ziemlich viel. Die Sachen könnten wir uns leisten. Milch, Beeren, aber wir können uns auch selber Sachen. Zu essen haben wir selber. Pfeile, schwache Medizin. Toko-Toko-Hut. Ja, später vielleicht. Wie viel kann ich ihm denn Sachen verchecken? Oh, der hat sogar Augen. Verkaufen. 12, 5, 20. Da steht immer was in Klammern. Ist das. Wenn ich alle verkaufe, ja. Okay. Aber verkaufen will ich nicht. Ich wollte nur mal gucken. So, ich will mal meine Perlbox angucken. Anscheinend können wir die verbessern. Perlbox Management. Box 1 bis 16. Das ist ganz schön viel. Der unten arbeitet da fleißig im Lager. Passivfähigkeiten, Masochist. Okay, vielleicht soll ich ihn wirklich hauen. Und wenn er das mag. Der braucht auch zu essen. Flauschiger Schild, Wollerolle. Essensmenge. Holen die sich automatisch Essen zum Beispiel aus dem Lager? Da muss ich die irgendwie füttern. So. Mission, Schnellreise.
Lagerverbesserung, hier kann ich es machen. Bau mieses Bett. Ich habe schon eine primitive Werkbank. Ja, der wandert ja auch so ein bisschen frech durch mein Lager. Und was bringt das jetzt, wenn ich das verbessert habe? Man hat mehr Arbeitsperls im Lager und mehr maximale Lager. Okay. Der ist super fleißig. Gesund und munter. So, wir müssen erstmal jetzt ein Bett für mich bauen und ein Bett für unseren Perl bauen. Also mal für uns ein Bett. Holz, nicht genug. Okay. Da hinten sind Bäume. Sind hier nicht auch Bäume? Viel näher. Da geht's so. Der Baum, obwohl der Baum spendet ein bisschen Schatten für unser Lager. Ist übrigens gelogen. Auch das schon ein grober Fehler noch im Early Access. Das ist kein fahrender Händler, das ist ein laufender Händler. Das haben sie leider falsch übersetzt. Naja, kann passieren. Mehr Baugeschwindigkeit wäre auch nicht schlecht, wenn man auflevelt. Wo wir gerade von Aufleveln sprechen. Arbeitstempo gehört das vielleicht mit dazu? Zu Arbeitstempo. Kann ich es auch senken? Nein. Angriff, Ausdauer. Ausdauer. Das ist ja dann, das ist nicht das Tempo, aber Ausdauer ist auch wichtig. Lagerstufe 7. Ja, kommt gleich. So, den Baum fällen wir noch komplett und damit gehen wir dann zurück. Ach, das links, da ist dann die Tragekapazität, oder? Wo ich erst meinte, es ist irgendeine Art von Zustand. Gucken wir mal, ob das hochgeht. Nee, doch nicht. Das ist unsere aktuelle Tragekapazität. Gewicht 297 von 350. Okay. Wenn ich schon hier bin, mal ein paar Steine eben noch kurz mit. Nicht zu viele. Damit hier sehen wir auch den Fortschritt oder den Nachschritt negativ. Vielleicht sagen wir auch Rückschritt in der Tragekapazität. Auch wenn ich ganz normal laufe. Okay, was kann ich denn jetzt hier mit Lambell machen? Anheben. Menü öffnen. Das muss ich mal kurz F anheben. Kann ich ihn auch ganz normal, ganz nett wieder absetzen? Ich wollte ihn. Okay, aber der nimmt das nicht so übel. Ist ja auch ein Masochist. So, Menü öffnen. 4. Ins Team, zurück in die Box. Füttern. Ja. Yeah. Oh. Da freut er sich drüber. Okay. Okay, der möchte doch gefangen werden. Warum schleiche ich den gerade so? Welches Level hat Kollege? Fragezeichen. Oh, der hat ein bisschen Schiss, der merkt es, aber es nicht ganz stimmt. Okay. Aber du miaust hier so rum. Komm mal her. Komm mal her! Ich habe gesagt, komm mal. Du machst es nur noch schlimmer, Kativa. Komm jetzt, komm jetzt. Es führt doch alles zu nichts. Brauch Pfeil und Bogen. Oh, der ist ein Freund, der den gewarnt. Okay, jetzt. Ich glaube, jetzt sind die schon. Ja. Wie er seinen Freund ans Messer geliefert hat. Habt ihr das gesehen? Das Arschloch, kann man nicht anders sagen. Der ist ganz bewusst zu seinem Kollegen gelaufen. Dafür fange ich dich jetzt aber auch. Okay, mal nicht zu viel fangen. Also zu viel hauen, wenn er eigentlich schon fang-ready ist. Der ist extra dahin gelaufen zu seinem Kollegen, weil er sich gedacht hat, weißt du was? Wenn ich jetzt dahin laufe und der dann zuerst gefangen wird, kann ich die Zeit nutzen, um zu fliehen. Aber er ist dooferweise zurückgekommen, weil er irgendwie in eine Sackgasse gelaufen ist. Aber das hat er extra gemacht. Das war kein Versehen. Der hat komplett seinen Kollegen ans Messer geliefert, um sich selber zu retten. Übler Typ.
schon langsam wieder dunkel. Im Bett kann man, glaube ich, die Nacht überstehen, indem man einfach da pennt. Er kann vielleicht mal seine Freunde in Gefangenschaft ziehen. So, wir können auch jetzt welche hier dem Lager zuordnen. Perlbox Management. Die erholen sich auch langsam. Zwei Slots habe ich im Moment. Und die arbeiten dann automatisch, oder? Weil die automatisch arbeiten. Verschieben. Leicht verletzt, aber erholt er sich ja gerade. Das ist auch hart drauf, ne? Mit den blanken Fäusten hauen die den Stein da raus. Die Frage ist, was sie denn damit machen. Ob sie das hier in die Box tun? Da ist noch nichts Neues drin. So, irgendwie arbeiten die ja, aber ich weiß nicht, was mir das bringt. Bauen zusammen ab. Liegen die jetzt irgendwo hier hin, einfach in unser Lager? Und der, was ist hier mit dem anderen Kativer? Angsthase, selbstzerstörerisch. Oh, kommt in die Box einfach. Da kann man nicht arbeiten, dann kommst du halt in die Box. Okay, was? So, dann schmeißt er die ganzen und scheißt er die. Wie, der ist völlig verwirrt gerade. Der hebt die Steine auf und lässt sie mal wieder fallen. Jetzt habe ich die alle aufgesammelt. Bin ich völlig überladen. Tue mal ein paar Sachen in die Kiste. Uff, ist ja super langsam und kann nicht mehr rennen. So, ich schiebe mal die Hälfte. Nein, ach, das ist ja Quatsch. Komm her. Ja. Also, Schafperl ist hier komplett in der Schleife gefangen. Der hebt immer Steine auf, merkt dann wahrscheinlich, dass das Inventar zu voll ist und lässt sie wieder fallen. Ich rette ihn jetzt mal, indem ich ihn anzünde. Nein, natürlich nicht. Indem ich ihn hochhebe. Und irgendwo anders hinbringe, wo er sich beruhigen kann. Jetzt habe ich auch die Steine mit aufgehoben, das wollte ich gar nicht, aber... Ich wollte ihm helfen. Beim Arbeiten sinkt die Gei deiner Perls, bis sie irgendwann ihre Aufgaben nicht mehr nachkommen. Baue heiße Quellen und biete ihnen etwas Erholung. Okay. Gei. Was ist denn Gei? Geistige Gesundheit. Das ist bei mir auch nicht gut. Habe ich eine heiße Quelle? Nein. Der ist völlig durch. Oh Gott, der ist völlig kaputt. So, wie könnten wir denn hier... Primitive Werkbank, mieses... Ich habe doch ein mieses Bett. Muss man das danach bauen, damit er es checkt? Habe ich über das miese Bett gebaut? Nicht, ich habe drüber nachgedacht, ne? Ich glaube, wir haben noch gar kein mieses Bett. So, mieses Bett. Wir brauchen das miese Bett. Bitte bauen Sie drin. Über der Basis mit dem Dach? Welche Basis mit dem Dach? Okay. Die Basis mit dem Dach. Okay. Wir bauen die Basis mit dem Dach. Holy shit. Kann er das dann hier mitnutzen? Bestehende Infrastruktur? Oder ist das keine gute Idee? Probieren wir mal. Sowas wie ein Holzdach. Na, ich glaube damit... Nee. Schade. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man sowas integrieren könnte. Aber habe ich mir schon gedacht, dass das nicht gut funktioniert. Ja, dann bauen wir uns doch mal eine kleine Hütte hier. Dem vertraue ich auch nicht. Der führt nichts Gutes im Schilde, sage ich euch. So ein bisschen aber in der Nähe. Vielleicht hier vor dem Felsen. Dann können wir das mit nutzen. Bauen wir es mal hier. So. Tja, wie groß bauen wir jetzt hier vor uns hin? Das müsste ein bisschen komfortabler gehen. Ist das was Falsches? So, eine Holzwand hier. Dass man das gleich einfach nochmal baut. Das geht besser.
Holz und mit Fenster. Ah, ich hätte gleich mit dem Fenster bauen können. Jetzt habe ich es da dunkel in meinem Zimmer. Dann machen wir hier ein Fenster hin. Der Besuch ist wieder gegangen. Er soll mal sich verpissen. Ich vertraue dem nicht. Da kann ich hier rausgucken. Die Rückwand braucht kein Fenster. Das ist ja mal klar. Ah, lass das bauen. Das müsste man. So ein paar Komfortfunktionen sollten da schon drin sein. So. Dann hier vorne. Boah, das wäre eine kleine Hütte. Die E-Text. Ja, ich will die E-Text bauen. Brauche ich hier rechts auch noch ein Fenster? Ja, ich will auch noch. Bitte nicht direkt neben der Tür. Machen wir es so. Und nach vorne raus. Nach vorne raus will ich auch ein Fenster. Dann will ich jetzt doch anders. Kann ich das abreißen? Schlafen gerade in ihrem Perlbett. Habe ich überhaupt ein Perlbett schon gebaut? Ich weiß es nicht. Öffnen Sicherheitseinstellungen. Die guten Sicherheitseinstellungen. Verriegelung aktiviert. Passwort. Oh, sehr cool. Öffnen. So. Ja. Abreißen. Kälte hier. So. Wir bauen uns hier. Falscher Knopf. Das passiert mir noch sehr häufig. Nicht so super intuitiv die Steuerung. Wir bauen uns eine Tür. Die E-Text bauen wir uns hier hin. Dahin. Und ein Fenster hier vorne. Eine normale Wand hier. Und das Fenster dann da. Hier ist nämlich das Fenster auch direkt auf den Stein und den Baum. Das ist ja auch nicht so schön. Okay. Dann noch ein Fenster an der Seite. So. Geht schlechter. Und jetzt noch ein Dach. Holztreppe, Holzdach. Schräges Holzdach. Wollen wir nicht übertreiben hier. Gleich super fancy bauen. Mit dem du über Wände überdachen kannst. Das ist der Schutz. Versuch trotzdem mal ein schräges Holzdach. Ja, nicht so natürlich, sondern. Muss ich da irgendwie oben drauf hüpfen, damit er es checkt oder was? Ah, okay. So was von hier oben zu bauen. Erstmal hier die Äste. Da liegen schon irgendwelche Äste rum. So. Nicht runterfallen. Schön bauen. Ein schräges Holzdach. Nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Kann man auch anders bauen als so. Bauen in Folge, zurück zum Baumenü. Bauen, Baumenü, Bau einstellen, drehen. Ich will es hier oben anflanschen, natürlich nicht da unten. Also. Ja, ich will es nicht nach unten bauen. So. Genau, so. Na, sah eben fast aus. Nicht in die Richtung, sondern in. Ich glaube, man kann einfach noch nicht vernünftig. Der will jetzt immer ins Fundament bauen. Oder nach unten. Wenn ich es drehe, macht er es so. Was ist denn, wenn ich hier noch. Kann ich hier rauf? Machen wir es mal anders. Nein, es bauen in Folge. Das geht mit der Maus auch. Okay. Kann ich das jetzt bitte mal. Nein! Raus hier. Ich wollte die Waffe wechseln. Dann ist die Waffe wechseln, plötzlich ist Bauen in Folge.
kriegen auch nichts zurück, ne, vom Holz. So, wie ich sie hochklettern kann. So, wir bauen uns jetzt mal, probieren wir noch eine Holzwand, ob wir... Die machen nur Scheiße, die beiden. Die machen nur Schrott. So. Also mit dem Bauen im Folge geht dann so. Y, Y. So, jetzt probiere ich mal jetzt daran, so ein schräges Holzdach zu bauen. Ja, daran geht's dann. Na ja, dann. So. Hungrig, ja, können wir uns vielleicht trauen. Klingt aber auch gleich ganz fies. Holzdach. Okay. So. So. Dreieckige Holzwand. Ja. Ja. Wie drehe ich das denn jetzt mit dem Gamepad? Damit nicht, damit nicht. Ich weiß, also mit dem Gamepad ist die Steuerung, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen der Maus. Drehen, ja. Aber ich habe mit dem Mausrad drehen. Das macht er gerade nicht. Ich gehe mal auf die andere Seite. Jetzt muss ich doch erst noch ein bisschen mit Maus und Tastatur spielen. Ja, da passt's. Okay. Und das da ich einfach jetzt da drüben. Hm? Wie wäre es denn? Dreieckige Holzwand. Ja, genau, aber nicht so. Drehen mit der Maus. Ja, genau. Obwohl, nicht da links? Nee. An der rechten Seite dreht er es nämlich so. Da gibt er mir zwei Optionen, da und so. Vielleicht vorher ein bisschen drehen, ist das schon richtig einbaut? Nee, ist egal, auch wenn ich so ankomme. Er sagt dann immer so, nee, ich will es so einbauen. Vielleicht von innen. Wie komme ich in meine erstmal da raus? So. Auch nicht, auch von drinnen darf ich es nicht bauen. Ich drehe es nochmal, schon vorher ist richtig hin. So, einfach so jetzt einbauen, wie ich es dir zeige. Es regnet mir noch in die Bude. Unten will ich es nicht hinbauen. Ja, noch nicht ideal. Sagen wir mal so. Geht besser. Dann ist es halt so. Weißt du, kann ich ja nichts dafür. So. Wo bin ich denn hier noch drin? Bin ich hier raus? Rückbaumodus. Ah, so kann ich rückbauen. Okay, immerhin. Ja, will ich aber auch nicht. Ich will gar nicht rückbauen. Ich will... Stopp. Wie komme ich denn hier? Mit dem Mausrad. Hey, die Steuerung ist nicht intuitiv. Das ist eigentlich was, was nicht so schwer ist, ehrlich gesagt. Weil es hat nichts mit Early Access zu tun und mit der Technik und das nicht so funktioniert. Da brauchen jemand, hoffentlich kriegen sie das noch besser hin oder finden jemanden, der ihnen das gut macht. Es ist nicht so schwer, aber es ist wichtig für Spielgefühl und das ist wirklich nicht gut bisher, wie intuitiv das ist. So, an die Stelle bauen wir das Bett. Ins Eck. Wenn das hier in die falsche Richtung guckt und dass es diesen Metallsound immer gibt, ist mir alles egal. Hey! Oh, die helfen mit! Oh! Oh, es hat ja schön gemacht. Stopp! Hier, ich werde gefüttert. Achtung, stopp! Ihr habt Hunger. Sehe ich doch. Komm mal her. Hier, komm mal her. Klatsch, klatsch. Warte, jetzt klatsche ich und dann kommt er langsam her und dann fütter ich ihn erst, oder wie? Stopp. Warte, doch. Jetzt gleiche ich mich so an.
Hat er überhaupt Hunger? Geht so. Vielleicht hat unsere Katzi hier mehr Hunger. Arbeitet doch ziemlich hart. Kativa. Oh. Dann können wir auch gleich nochmal streicheln. Ja, schau. Was kann man denn noch so machen? Die Teils ansehen und zurück in die Box. Ja, wenn sie nicht ordentlich arbeiten, kommen sie zurück in die Box. Sammeln, Bergbau. Ich weiß nicht, was sie mit dem Zeug machen, was sie die ganze Zeit hier abbauen. Außer, dass der die damit völlig durchdreht. Streiche ihn mal, vielleicht braucht er es, damit er sich ein bisschen beruhigt. Klatsch, klatsch. Oh, das ist ja nett. Das ist nett. Das gefällt mir. So, ich will jetzt nicht schleichen. Ja, haben wir oben halt, scheint die Sonne rein oder so. Was machen wir als nächstes jetzt? Primitive Werkbank. Dann können wir machen mal noch hier noch eine primitive Werkbank. Neben die Kiste gleich. Ah, da wollte ich mir mithelfen. Ja, so schnell. Oh, ich hab's in die falsche Richtung gebaut. Kann man die versetzen? Rückbaumodus? Ja, egal. So. Können die Perlbox verbessern? Können wir noch mehr Leute arbeiten lassen? Was machen die mit dem Zeug? Ich dreh durch. Das macht mich irre. Wir müssen auch irgendwas damit machen. Lagerverbesserung. Futtertrog. Perlstrohbett. Arbeitsperls im Lager. Ja, geh mal arbeiten. Du siehst, was deine Kollegen da machen. So, dann bauen die mal hier noch. Was war das denn gerade? Das ist dann ja gefährlich. Wollen wir das in die Nähe von der Hütte? Hier ist ja auch ein bisschen geschützt. Ich steige im Level auf, weil die irgendwelche Sachen machen. So muss das sein. Für jeden eins. Ich habe nicht genug Material. Hab ich nicht noch in der Truhe Holz? 3. Nur 3 Holz? Schon überhaupt nicht. Viel mehr Holz. Oh, Bon. Ja. Schau mal kurz Holz. Die sollen wenigstens wieder ein Bett haben. Das ist ja schon wichtig. Krieg ich da irgendwas raus? Nein. Dann sollten eigentlich sich gar nicht wehren, wenn ich sie fangen möchte. Die sehen doch, wie gut es meinen Perls geht. Ich baue ihnen ein Bett, kriegen zu essen, werden gestreichelt. Ich muss selber was essen. So nahrhaft war es jetzt nicht, ne? Player 403. Einer ein bisschen abseits, falls die anderen nicht so mag. Vielleicht, falls einer lieber so ein bisschen Ruhe hat. Ich finde das so geil. Ich finde das super, dass das anfangen zu arbeiten. Aber vielleicht lassen die Ressourcen auch einfach mal liegen und ich kann den aufheben. Kann man denn Sachen markieren oder auch nicht markieren, dass sie zum Beispiel den Baum nicht abholzen, wenn ich das nicht möchte? So, wir können mal kurz gucken, wie das mit den Perldecks funktioniert. Erfahrungspunkte als Bonus für den Perldecks, wenn wir noch 5 von diesen Schafen fangen. Dazu brauchen wir natürlich auch mehr von den Sphären. Oh, wir haben zu wenig Holz immer noch.
Wow. Wow, 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 wow. Holy shit. Das ist Level 30 oder sowas, was da gerade stand. Oh oh. Ich weiß auch nicht, ob die von alleine dann aggressiv sind oder nicht. Oh oh, ich habe ihn gerade gehört. Der verfolgt mich. Bärensamen, kann man dann selber Bärenbüsche anbauen? Der hat auch so einen Teufelskopf als Icon. Kurz erschrocken. Mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Hoffentlich ist er nicht befreundet mit den Schafen. Wie konsolig das Ding ist. Ding, ding, bing, bing, bang, bong, bong. Ist der Timer zurückgesetzt, wird das auch ein Fehler. Die Early Axt hier. So, wo sind wir jetzt nochmal mehr? Ich bin auch noch im Early Access. Wo sind wir mal mehr von den komischen Lambals? Der gehört ja schon zum. Genau, zum Camp. Ja, nicht. Dann sind Katzis. Kativos heißen die, ne? Ne, Kativa. El Kativa. Da unten. Einer zumindest. Da noch einer. Ein paar von den Hühnern sehen wir jetzt auch noch. Ah, so hier. Hier ist noch so ein Huni. Kativa gönnt sich ein Päuschen. Oh, oh. Jetzt gönnt sich ganz gerne mal ein Päuschen. So, ich habe jetzt. Wie viel habe ich denn überhaupt? Ach, ich muss nochmal zurück, weil ich habe eh nicht genug. Na egal, jetzt bin ich einmal hier. Jetzt fangen wir mal so viel, wie wir können. Dann habe ich, glaube ich, nicht genug. Wie heißen die Dinger? Palball, Palball, Perlsphäre. So heißen die Dinger. So, komm mal her. Ich habe null. Sehe ich jetzt gerade, wenn ich die Waffe wechsle. Ich habe null. Ich hack mir noch mal was, falls ich davon was brauche. So den ganzen Weg wieder zurück. Zu unserem Lager. Die blöden Perlsphären da bauen. Perl. Ich denke mal an Perl. So wie NTSC. Perl. Perlsphären. Ja, klettern wir da hoch. Sehr gut. An manchen Stellen kann sie aber auch nicht so richtig langlaufen, obwohl es gehen sollte. Ja, du hast noch Glück, Chiquita. Kann ich jetzt hochklettern? In der Tat. Krass. Und jetzt schon drauf. Player 403. Okay, die Ausdauer war vorbei. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin bestimmt schon mit wenig Ausdauer da überhaupt erst hochgeklettert. Weil ich schon umgehüpft war. Vielleicht ist auch ein bisschen zu viel. Okay, so funktioniert das. So. Perlsphären. Kommen die gleich und helfen mir? Obwohl, es geht so schnell, brauche ich keine Hilfe. Hilf mir trotzdem. Man kann es einfach einen Auftrag geben und die dann machen lassen. Ja, das hast du ganz toll gemacht. Na, komm mal her. Wollte ich streicheln in der Zeit. So, wir holen jetzt noch mehr von deinen Kollegen. Dann muss er selber nicht so arbeiten. Das glaube ich auch. Die sind einfach total egoistisch. Der will mir eigentlich gar nicht helfen. Der weiß nur, wenn er mir hilft, komme ich hier weiter und kann noch mehr von den Viechern fangen. Und dann muss er nicht mehr so viel Arbeit alleine machen. Egoistischen Dreckschweine.
Die sind schon ein bisschen gestresst. Die sehen mich schon, das hat sich schon rumgesprochen. Da haben wir einen. 4 Stück müssen wir noch fangen. Ist das Fall Damage hier? Oder geht das noch? Und das ging noch. So. Und da ist noch einer, sehr gut. Level 2 schon. Nein! Zum Glück habe ich genug. Ich muss irgendwie in der Nähe bleiben und mir das angucken oder passiert es einfach? Okay. Wieder schwimmen. Sehr geil. So, wir brauchen noch 2 Stück. Ah! Brauchen noch 2 Stück. Was? Unten links stand irgendwas mit Pelz fangen und Erfahrungspunkte. Ist das ein Ei? Das ist ein Ei. Wird bescheuert. Ist das Gold? Ist das ein goldenes Ei? Nee, ist ein normales Ei. Komm mal her, du. Wann ist er denn bereit, gefangen zu werden? Ich hatte vorhin das Gefühl, dass sie sowas sagen. Umfällt. Fangbonus, mehr Muskeln als Verstand. Was soll das eigentlich? Mehr Kann ich denn eigentlich auch so einfach schnell reisen? Oder geht das immer nur von einer Schnellreise zu einer anderen? Oh, was ist da denn hier? Ach, das ist das Mammutrest. Das wird noch markiert auf der Karte. Das ist ganz schön überempfindlich. Nee. Nur zu Statuspunkte. Werte erhöhen. Dann machen wir noch einmal Ausdauer. Das scheint mir mit am wichtigsten zu sein gerade. So, Rollen sind auch super. Ja, es ist putzig. Man sieht schon das Potenzial. Man sieht ja noch das Early Access. Oder den Early Access. Man sieht so ein bisschen. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Sowohl jetzt in der aktuellen Version noch, vielleicht wechsle ich auch nochmal, aber auch eben einfach in der Entwicklung des Spiels. So, jetzt sind wir hier. Was? Wir haben die Dings das Tutorial gemacht. Wenn wir mal Leute gefangen. Dann können wir die hier in die Box stecken. Die fühlen sich aber wohl, so ist das. Ach, das mehr Muskeln als Verstand war übrigens von denen. Das war nicht bei mir. Okay, dann ist ja gut. Und die können bauen, lagern, sammeln. Oh, Futtertrog. Das sollten wir wirklich mal machen, damit die selber was essen können. Und dann kann ich ja vielleicht Futter reintun. So, Aufbewahrung ist das bestimmt. Muss ich das erst freischalten? So, 4 und 5. Normaler Schild. Palladium. Okay. Steinspeer. Futtertrog. Ich denke immer an meine Viecher. Stoffkleidung, Alarmglocke, Schlingenfalle. Wow, wir können ja voll viel Bärengarten. Ja. Holz. Für den Bären. Viehfarm. Ah, dann machen die Sachen. Oh, manche Gegenstände produzieren.
Okay, der Reihe nach. Futtertrog. Ich will aber das. Wie viele Punkte haben wir? 8. Lerngarten. Und dann einen normalen Schild. Und einen Steinspeer. Und danach der Feuerbogen. Ja, keine Punkte für die Feuerpfeile, egal. So, Futtertrog bauen. Ah, wir brauchen schon wieder so viel Holz. Das will ich schon noch als fix erledigen. Ja, die faulen Lambals in der Natur, freien Wildbahn, die nichts machen. Was ich bisher mag, ist, dass man eine gute Idee hat, was man als nächstes machen möchte, warum und wie. So allein von der Progression. Oh, das sieht aber schick aus da hinten. Waffenbruch. Nö. Meine Axt war kaputt. Ich will den ganzen Baum loswerden. Hält denn der aus? Das ist für ein Baum. Wir machen weniger Schaden, ne? Wir haben irgendwie vorhin 50 und 60 oder so gemacht. Sehe ich das denn im Inventar? Das ist die Faszinierung. Ah, da sind wir die. Okay. Und dann kann man es reparieren. Ah. Deswegen brauchen wir auch gerade so ewig für diesen scheiß Baum. Das Reparaturset habe ich entweder noch nicht erforscht oder nicht gebaut. Ich habe es noch nicht erforscht. Kann das sein? Reparaturset noch nicht erforscht. Okay. Das steht mal relativ weit oben. Sind wir noch überladen? Ich will doch nur ein bisschen von dem Baum. Dafür esse ich jetzt einfach rote Beeren, Beerensamen, Lambalfleisch. Essen wir jetzt hier einmal so eine Beere. Noch überladen. Und es ist schon wieder dunkel. Aber wir sind nicht weit weg. Kann auch nicht hüpfen, wenn man überladen ist. So, wir bauen für die Kollegen mal einen Futtertrog. Und den hier draußen, nicht da drinnen schlafen. Das ist hier so. Hier können wir den Futtertrog bauen. Der Baugeräusch von denen klingt immer ein bisschen komisch. So, Infrastruktur, Aufbewahrung, Perl. Auch nicht. Beleuchtung. Futtertrog. Und da muss man ein Futter reintun. Habe ich noch ein Lagerfeuer hier? Ich habe kein Lagerfeuer. Meinem eigenen. Machen wir mal gemütlich. Nicht so im Gras. Die Frauen, die es gerade gebaut haben. Dann haben die auch ein bisschen hier bei ihrer Lagerstätte. Bisschen warm. Okay, Lagerfeuer. So, dann können wir da. Da bauen sie das gleich mal. Das ist ganz cool. Dann kann ich mich schon um das nächste kümmern. Mein Bärengarten. Ich brauche schon wieder Holz. Ich habe so viel Holz geholt. Schön habt ihr das gemacht. So, jetzt kann die mir dann auch beim Sachen helfen. Gegrillte Beeren zum Beispiel. Produktion beginnen, dass sie auch ein neues. Ne, immer nur ein Rezept pro Zeit. Können die auch kochen oder können die das nicht? Das können sie nicht. Braucht vielleicht andere Perlen, vielleicht können die Hühnchen gut kochen. Es geht darum, dass ich jetzt erstmal ein paar davon mache. Ich weiß nicht, was die gerne essen. Die essen wahrscheinlich nicht gerne ihr eigenes Fleisch, das wäre ein bisschen fies, wenn ich sie zu Kannibalen mache. Mögen die gegrillte Beeren oder Beeren? So, jetzt mal, ich habe Sachen mal geholt. Ich kann eine Perlbox schon wieder verbessern. Das muss. Nächste Box, vorherige Box. Nein. Missionen, Lagerverbesserung. Das heißt, ich kann hier einen mehr von denen zum Arbeiten schicken. So. Öffnen. So, was essen die wohl so? Gegrillte Beeren. Lambalfleisch. Könnte ich da reintun?
Essen die das dann auch? Also essen die Lammbalz dann? Unangenehm. Hat sich totgearbeitet. Oh, ich habe aber 4 Stück. Und der hat noch kein Bett. Oh nein. Der hat kein Bett. Er darf bei seinem Freund hier mitschlafen. Vielleicht kommt er noch rüber. Er schläft da hinten. Das tut mir leid. Die anderen sind ja noch in der Box, aber ich will jetzt ja 4 Arbeiter. Brauche natürlich auch 4 Betten für die. Komm rüber. Oh, ich trage den rüber. Komm her. Ab ins Bett. Hoffentlich wach ich da nicht auf. Ja. Man müsste jetzt so ganz vorsichtig absitzen können. So, auf das Bett. Ganz vorsichtig. Ja, fast. Ja, komm, geh schlafen. Rudi. Hier. Dann kann ich auch nicht helfen. Tut mir leid. Kann ich auch nicht helfen. So, wir können mal probieren, wie es mit dem Schlafen geht. Dann übersteht man wahrscheinlich einfach die Nacht. Nachts müssen jetzt auch die ganzen Bären durchgeröstet sein. Ja, denkst du, ne? Tue euch noch mal ein paar in euren Futtertrog. Dann esst euch dann schön satt, ne? Spiegelei oder Zutat? Für mich selber gibt es ein Spiegelei. Damit fangen wir mal den Tag an, so ein leckeres Spiegelei am Morgen. Diese blöden, gekillten Bären, das blockieren. Kann ich auch nicht rausnehmen, oder? Wirken wir so ein bisschen überfordert. Das sind jetzt nicht die Schlauesten. Lernen die denn irgendwas? Sollen die sowas haben? So, lernen die jetzt, wie ich gerade Bären mache? Hat der gerade da hingeschissen? Oder der Ärzte mir lebt. Frühstück machen dauert manchmal ganz schön, ne? So, sammeln wir alles ein. Rezept fehlen. Spiegelei. Mahlzeit. Ja, die hinten auch. Lecker Spiegelei. Und ein Steak. Dann ist immer das Kebab. Na egal, das hält sich aber länger. So, kann ich das auch einfach? Stopp, ich wollte 3. Ich will jetzt nicht ganz hier stehen. Dieser Perl legt ein Päuschen ein. Der eine ist schon wieder faul da. Rechts. So. Das. 1, 2, 3. Produktion gewinnen. Passiert auch von alleine. Sehr gut. So, das heißt, wir... Haben wir denn Hunger? Ja. Wir essen hier ein Spiegelei. Nährwert 23. Das kommt noch ganz gut hin. Wir haben 81. Gei 1, was immer noch Gei ist. Ungewöhnlich sättigend. Dann hau rein. Geil. Spiegelei, Ei ist auch gut. Ist gesund, ist lecker. Viele Nährstoffe. So. Ich tue euch hier noch ein paar von den Bären mit rein. Keine Ahnung, ob die Kebabs essen. Brauche ich aber vielleicht auch selber. Nährwert 52. Mariniert in Gewürzen. Ich bin bescheuert. Ich kann denen keine Aufgaben geben. Wenn ihr mal Holz holen würdet halt und auch herbringen, das wäre halt mal der Hammer. So, was wollen wir als nächstes machen? Wir wollen das Tutorial ein bisschen weitermachen. Ich will weiter ausbauen. Meine Wohnung ist erstmal ganz okay. Ich will hier einen Bärengarten bauen, zum Beispiel. Ich brauche Bärensamen. Und ich möchte auch gerne diese Viehfarm, dass was passiert. Dass die auch mal Holz hacken. Wir brauchen ein Reparaturset und eine Reparaturbank. Muss ich auch machen, bevor ich zum Holzhacken gehe. Dann können wir noch mehr Sachen freischalten. Wir steigen im Level auf. Läuft. Also ich muss sagen, das macht Spaß. Das ist echt witzig. Wir machen die Tür zu hier. So. Gefällt mir soweit ganz gut.
Und das gucken wir uns weiter an. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr könnt gerne ja, eure Meinungen, Wünsche zu der Geschichte, was ich jetzt nächstes machen soll, reinschreiben. Irgendwas. Ihr könnt auch einfach nur Hallo sagen. Wenn ihr sagen, zugeguckt habt, freue ich mich immer über Likes und Kommentare. Ihr wisst, das ist auch für den Algorithmus wichtig. Von daher wäre das nice von euch. Und ja, weil ihr schon länger dabei seid, könnt ihr auch gerne mal auf meinem Patreon vorbeischauen und den Kanal unterstützen. Oder einfach dann bei der nächsten Folge reinschauen, wenn es weitergeht, weil es gibt noch einiges zu erkunden. Wir kratzen nur an der Oberfläche und ich werde auf jeden Fall nochmal reinschauen. Wir sehen uns. Bis dann.